Wir wollen heute fragen, Kirchenbeitrag und Konkordat, wie viele Privilegien braucht die Kirche? Das Bildungssystem in Form von Religionslehrern, Religionslehrerinnen, theologische Fakultäten und so weiter kostet die Republik Österreich, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch ca. 900 Millionen Euro pro Jahr. Wir haben hier Rechtspersönlichkeiten, die nicht rechenschaftspflichtig sind. Das heißt, die bekommen Geld und wir wissen eigentlich nicht, was damit passiert.